Long time no see, liebe Leute. Ich bin back on track. Was geht? Wie geht's allen? What's new? What's good? What's up? What's poppin? Und so weiter und so fort. Ja, ich habe mir eine Pause gegönnt. Ja, gewollt, ungewollt. So ein Mix aus allem irgendwie. Eigentlich wollte ich, aber konnte nicht. Hatte irgendwie gleichzeitig nicht die Kraft, aber gleichzeitig hatte ich Bock. Wir haben auch einen neuen Mitarbeiter, die Einarbeitung. Deswegen dachten wir, okay, komm, dann ist der Januar jetzt einfach mal platt. Und wir gucken einfach, wann wir es wieder schaffen. Und here I am. Ich würde auch gerne so ein, zwei Formate auf meinem Kanal verändern. Ist trotzdem Beauty, aber trotzdem ein bisschen Veränderungen reinbringen. Aber auch das umzusetzen, zu planen, ist halt einfach extrem zeitaufwendig. Und dadurch, dass so viel auch im Background läuft, ist es ja oft schwierig. Man muss auch sagen, YouTube ist einfach auch ein kompletter Fulltime-Job. Und dann noch das Label und dann noch die anderen Sachen im Background ist schon echt krass viel deswegen. Vielleicht holen wir uns einfach noch ein bisschen mehr Hilfe, dass wir dann die Dinge, die in meinem Kopf sind, auch besser umsetzen können. Hot New Make-up. Ich glaube, aus dem Dezember und aus dem Januar, weil im Januar habe ich ja kein Video gepostet, da hätte ich ja eigentlich Hot New Make-up Dezember posten müssen. Aber geshoppt hast du trotzdem? Nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, weil ich war auch eigentlich kaum online. Deswegen war ich jetzt auch nicht so ganz up to date und Shopping war jetzt so gar nicht in meinem Kopf. Ich hatte ganz andere Sachen zu tun. Aber ich glaube, das ist jetzt so Dezember und alles, was im Januar reingekommen ist. Und es sind ein paar ziemlich spannende Sachen dabei. Ich habe einmal bekommen von Suku ein paar Sachen, was ziemlich cool ist, muss ich sagen. Unter anderem die neue Foundation, die hatte ich aber schon bestellt. Habe ich die auch zugeschickt bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich habe die auf jeden Fall da. Und zwar ist es die Suku The Liquid Foundation. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob es ein Full, also nur so ein Dedicated Video war oder ob das auch in einem Hot New Make-up war. Ich versuche das mal rauszufinden, dann verlinke ich euch das hier oben. Das hatte ich euch gezeigt. Ich liebe diese Foundation. Und in letzter Zeit trage ich sie sogar aktuell wieder richtig oft. Ich mische ja zwei Farben. Einmal die 105. Ja, das ist schon ziemlich gelb, würde ich sagen. Und die 020. Das hat so ein leicht, ja, neutral, peachigen Unterton, so ein Mix. Ich mische das beides immer. Und ich würde sagen, das mache ich einfach mal. Vorher habe ich noch das hier. Das ist das MAC Studio Radiance Moisturizing Illuminating Silky Primer. Ich habe schon Ewigkeiten keinen Primer mehr benutzt. Ich weiß gar nicht, ob das neu ist, aber mir wurde das neu zugeschickt. Kommt in so einer klassischen Tube mit klassischen 30 Millilitern und mit so einem Pumpkopf. Eine schöne Lotion, würde ich sagen. Ganz leicht flüssig. Ist auf jeden Fall stark parfümiert. Ich würde das einfach mal auf die eine Seite auftragen. Interessant. Also es fühlt sich beim Rauspumpen leichter an, als es eigentlich auf der Haut ist, um ehrlich zu sein. Auf der Haut ist es schön cremig. Ja, schon so eine dickere Creme. Der Duft erinnert mich so ein bisschen an Kokos-Duschgel, wie so Palmolive, wisst ihr, wie ich meine? Aber es geht wirklich sehr gut über die Haut. Also ich habe meine Hautpflege schon drauf, deswegen frische ich sie sozusagen nicht auf. Aber den Primer trage ich nur auf eine Seite auf und auf die andere Seite nicht. Und dadurch, dass es eine Foundation ist, die ich eh sehr gut kenne, könnte ich jetzt sehr gut auch sagen, ob ich es mit Primer mehr mag oder nicht. Aber ich muss sagen, so für trockene Haut kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also es ist zwar illuminating, aber wir haben jetzt nicht so dieses krass perlige oder krass versilberte, was man ja oft hat, oder golden. Ich finde, das ist so ein schöner Mix irgendwie. Aber ich finde jetzt, dass es nicht so porenverfeinernd ist, sondern wirklich eher auffrischend, aufpolsternd und dann halt mit so einem Glow. First Impression, so auf der Haut, finde ich es gar nicht schlecht. Interessant, die haben mir 110 geschickt. Und ich meinte, ja, ich bin so ein bisschen neutral. Wenn ihr neutral nicht habt, dann mag ich eher gelb. Und ich bin halt so fair to light. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und die haben mir 110 geschickt daraufhin. Mhm. Das ist die 020. Seht ihr, die ist für mich auch zu dunkel. Das ist die Farbe, die ich mische. Das ist die 105. Die könnte eigentlich richtig gut passen. Aber leicht zu dunkel, würde ich sagen. Aber nicht so dunkel wie 020. Und das ist die 110. Ja, ich frage mich, ob 110 auch schon, also zum einen oxidiert ist, trocknet sehr schnell runter. Ich glaube, ich könnte sehr gut mit 110 und 105 gemischt, so ein bisschen. Das wäre eigentlich, glaube ich, ein richtig guter Mix. Ich mache mal meinen Mix auf die Seite einfach. Die Foundation ist unreal. Ich liebe die. Ich liebe alle Suku Foundations. Also alle, die ich ausprobiert habe.
fast zwei sind. Ich glaube, so viele haben die gar nicht. Ich glaube, noch so ein oder zwei, aber ich meine auch, dass die für meinen Hauttypen gar nicht geeignet sind. Ich habe meine Hautpflege ja schon einige Stunden drauf. Das geht so gut über meine Haut. Es ist so einfach. Aber die Farben sind echt zu dunkel. Mit dem Pinsel habe ich ja gerade so meine Augenbrauen so umrandet. Das fand ich sehr, sehr trocken und hat nicht gut funktioniert. Also so ein fester, so ein, wie so ein Kabuki-Brush, das ist viel geiler mit der Foundation. Ich glaube, ich trage es eigentlich auch immer mit sowas hier auf. Das ist jetzt von Real Techniques der. Die mag ich ja gerne. Es geht viel, viel besser. Und die Deckkraft bleibt auch erhalten. Hier war das die eigentlich fast schon verschwunden. Das ist die Foundation. Das ist wirklich eigentlich meine Haut nur besser. Das ist wie Glass Skin, einfach durch diesen Glow, aber ohne, dass es so dieses Speckige ist, finde ich. Es legt sich bei mir nicht über trockene Stellen. Das ist wirklich wie so eine Latex-Maske. Ich liebe das, wenn Foundations so auf meiner Haut sitzen. Aber die Farbe ist natürlich halt krass, ne? Also gerade hier nicht. Kann man sehr gut sehen. Machen wir auf die andere Seite mal die Farbe 110 drauf, die sie mir geschickt haben. Das ist für mich dann natürlich auch neu. Über den Primer merke ich, dass ich ein bisschen einarbeiten muss. Also ganz leicht. Jetzt nicht deutlich anstrengender oder so. Also die Farbe geht auf jeden Fall besser. Auch wenn die trotzdem so minimal so ein Hauch dunkel sein könnte. Es ist nicht so schlimm wie auf der Seite. Also hier müsste ich wirklich immer was Hohes tragen, dass es nicht so auffällt. Aber hätte man Ausschnitt, dann that's not a cute look. Also bei diesem Primer und der Foundation müsste ich tatsächlich nochmal in die Inhaltsstoffe gucken. Ich habe das Gefühl, die Foundation liegt so ein bisschen mehr drauf. Wenn man wischt, wischt man es nach links und rechts. Klopft man es ein, bleibt das Produkt tatsächlich auf der Haut. Und dann ist es geil, weil es so richtig bouncy wirkt. Also es wirkt nochmal so ein bisschen lebendiger als nochmal hier. Das ist so true, würde ich sagen. Das ist so Hautpflege eingezogen. Foundation fertig. Und hier ist nochmal wie so ein extra Step, der ja auch da ist. Aber ich habe das Gefühl, es sitzt eher so ein bisschen drauf. Also ich muss wirklich immer nur so machen. Sobald ich es so mache, wieder schwierig. Und dann ist die Frage, wenn ich gleich meinen Concealer auftrage und mit dem feuchten Beauty Blender drüber gehe, ob das dann nicht so geil sitzt. Also es ist schon sehr, sehr nice. Gerade für Leute wirklich mit trockener Haut, leicht noch Mischhaut, könnten wirklich gut damit arbeiten, weil es wirklich sehr, 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 sehr schick und luxuriös ist. Ne? Nur mal so, love that. Also Primer muss man halt immer auf die Inhaltsstoffe gucken. Muss man immer gucken, ob sich das miteinander verträgt. Aber so erstmal First Impression ganz nice. Ich habe keinen neuen Concealer. Den Step habe ich durch, aber ich habe von Suku ein Puder zugeschickt bekommen. Ich meine, dass es nicht neu ist, aber ich habe das nie bestellt und auch nie benutzt. Deswegen bin ich super excited, weil mein Lieblingspuder ist von Suku. Dieses Super Glow Rich Dingsbums Puder. Haben die leider aus dem Sortiment genommen. Warum auch immer. Auf jeden Fall ist es das Suku Sheer Loose Powder. Ich liebe ja auch das Packaging von denen. Das ist immer so dieses ganz minimale Schwarz in Schwarz. Und das ist das Döschen. So sieht mein Döschen eigentlich auch aus. Mit die andere Dings da. Kommt immer mit so einem riesen Powder Puff. Farblich eigentlich ziemlich nice. Gerade für sehr, sehr helle Leute. Puder ist ultra fein gemahlen. Aber ohne, dass sich das so eklig trocken anfühlt. So austrocknend. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn ich das so... Ich habe das gerade in meine Handinnenfläche eingearbeitet. Und wenn ich meine Hand so ins Licht bewege, dann sehe ich so ein leichtes Funkeln, egal wie ich die Kamera da hinhalten würde. Meine Hand, das würde man nicht sehen. Also ich sehe es kaum mit dem Auge. Es ist so fein. Deswegen wird es dem Gesicht immer so ein bisschen Glow und Bewegung geben, aber ganz fein. Also sowas Feines habe ich noch nie in meiner Hand gehalten, tatsächlich. Das Zeug ist irre. Ich bin gespannt, wie es auf der Haut ist. Ich nehme meinen Powder Puff, arbeite das hier so rein und dann in meine Handinnenfläche. Das mache ich immer so, zack. Und dann sette ich meine ganzen Concealerstellen. Ich habe das Gefühl, das Puder ist so fein, dass ich nicht mehr merke, dass ich mir irgendwie gerade Produkt drauf packe. Man sieht natürlich sofort einen gesetteten Unterschied. Es wirkt auch ein bisschen ebenmäßiger, finde ich, diese Seite. Aber wenn ich ganz genau hingucke, finde ich, wirkt diese Partie leicht trockener. Ich hatte vor ein paar Tagen auch Retinol benutzt. Jetzt kommt so dieser leichte Peeling-Effekt. Ich merke das auch hier so ein bisschen an der Stirn, aber ich habe das Gefühl, dass es auf der Primer-Seite krasser ist als auf der Nicht-Primer-Seite. Hier wirkt es wirklich mehr Skin-like, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass das andere Puder, was ich habe, das halt so eigentlich gar nicht macht. Naja, der Name sagt schon Oil Rich Glow. Das hat ja 17
Wörter da in dem Namen. Also das Puder, hau fein. Ich weiß nicht, ob ich in meiner Kollektion ein Puder habe, das so fein ist wie dieses hier. Das ist Next Level. Ich merke nicht mal, wie eben, dass ich überhaupt meine Partie set ist. Fühlt sich immer noch gleich an. Ja, ich merke hier ist so ein leichtes Abtragen zwischen Foundation und Primer. Da merke ich, okay, das hat nicht so 100% funktioniert. Gibt auch Schlimmeres. Aber hier ist es trotzdem ein bisschen besser. Das Puder gefällt mir sehr, sehr gut, einfach weil ich extrem wenig Puder brauche. Mein Under Eye total krass gesettet ist. Ich gehe rüber und es fühlt sich wirklich seidig an. Aber ohne, dass ich das Gefühl habe, so, boah, trocken. Ich habe andere Puder, so klassische lose Puder, die machen schon einen heftigen Effekt. Da muss ich manchmal schon immer gucken, so, Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich habe schon einen mattierenden Effekt auf der Haut. Deutlich mehr als das mit diesem Oil Rich Glow Powder. Gefällt mir ganz gut. Vor allem als Alternative, wenn man ein bisschen mehr mattierenden Effekt haben möchte. Vor allem matt kommt ja jetzt zurück. Also ich liebe meinen Glow. Aber manchmal habe ich auch Bock. Ich mache ja so, wie ich immer lustig bin, ne? Aber finde ich sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr feines Puder. Sehr luxuriöses Puder. Gefällt mir sehr gut. Also ich finde, es ist deutlich matter, als was ich sonst so benutzt habe. Gefällt mir gut. Und von diesem Glow, was? Ich hatte das Gefühl, ich bin in so einer Dauerschleife gefangen. Ich schwöre, ja. Ich glaube, du hast 3 oder 4 Mal schon gesagt, findest du sehr gut. Habe es halt auch ein paar Tage nicht mehr gemacht, weißt du, wie ich meine. Und von dem Glow finde ich, man merkt so matter, so ein Leichthauch, also es nimmt einen nicht die Dimension aus dem Gesicht, was mir sehr gut gefällt. Aber wenn ich wirklich mit einem Vergrößerungsspiegel mir das angucke, sehe ich von diesem Schimmer gar nichts mehr. Also es ist so fein, you don't see it. Was ich vergessen habe zu benutzen, das hier von Huda Beauty ist gekommen. Vielleicht habt ihr es schon auf TikTok gesehen. Und zwar sind es diese Big Ass Teile. Damit kann man natürlich auch sein Gesicht setten. Also das ist für mich zu groß. Selbst die Spitze, ja, könnte man vielleicht machen. Aber dann gibt es ja noch diese kleinen Herzchen und Dreiecke. Das ist natürlich super. Gerade für die Concealer-Partie finde ich das perfekt. Das ist eigentlich ziemlich geil so. Ja, Powder Puff geht immer. Das ist aktuell mein Favorite Tool, um meine Base zu setten, vor allem die Concealerstellen. Das ist halt Classic, also was soll ich sagen. Ist immer gut, das zu haben. Dann habe ich nämlich noch ein anderes Puder bekommen von Suku, und zwar ist das Suku Retouch Pressed Powder. Ich weiß nicht, ob das ein neues Produkt ist. Für mich ein neues Produkt und ich liebe deren Packaging, vor allem diese ganzen Lidschatten, Blush, also alles, was so in diesen Compacts ist, ist so geil. Das ist super sleek. Dieses Schwarz-Gold finde ich sehr, sehr schön. Es fühlt sich immer sehr luxuriös an. Kommt mit einem Spiegel, das ist das Produkt. Kommt mit einem Pinsel. Man hat hier einmal so dieses krasse Weiß irgendwie und dann hier so gesprenkelt, marmoriert, kind of, mit so Blau. Vielleicht so ein paar Kleckse Lavendel. Das ist das Weiß und das ist dieses Gesprenkelte. Man merkt, hier ist so ein ganz leichter blauer Stich. Ich glaube, wenn man es nicht wüsste, könnte es auch einfach weiß sein. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist der Swatch. Also ich sehe schon so im Spiegel, dass da auf jeden Fall so ein Glow mit drin ist. Aber let's see. Es gibt 2 Farben. Ich habe ja Porzellan. Das ist das, was ich habe. Und dann gibt es noch Glow und das geht auf jeden Fall mehr ins Rosane. Hier haben wir dann kleine peachige goldene Stellen. For a pure, sophisticated glow that will polish up your look. A single color retouch powder with 4 colored pearlescent powders in an ultra slim compact. A retouch item that provides instant coverage and glow for a fresh faced look. Layer after layer. Dann würde ich doch sagen, gehe ich einfach so ein bisschen mit so einem Powderpinsel mal hier rein. Ein bisschen abklopfen, dann würde ich hier einfach mal auf eine Seite aufbauen. Sehe, wenn ich mein Gesicht so ein bisschen bewege, so ein kleines bisschen Licht, aber nicht so krass. Also Coverage, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel man davon auftragen will, um Coverage zu bekommen. Also das ist wirklich für Leute, die nur ein Hauch. Und wenn ich sage Hauch, von Hauch nochmal ein bisschen runter, ein bisschen Minimalbewegung haben wollen, dann wäre das etwas. Aber so als Glow Powder würde ich es jetzt nicht nennen oder nicht sagen. Vielleicht höchstens so ein bisschen, ja, wie sie sagen, so Retouch, wenn man auf ein paar Stellen geht, um einfach so ein bisschen Schein runterzunehmen und dann sich so ein bisschen davon. Hier sieht man es ein bisschen besser, finde ich. So hier in diesem
Apfelbackenbereich hier so ganz leicht. Also es ist wirklich sehr, sehr minimal. Ich kann mir vorstellen, dass es so für den asiatischen Markt ziemlich interessant ist. Hier ist mal so ein bisschen auf Foundation getoppt. Und selbst da ist es minimal. Wisst ihr, wie ich meine? Weiß nicht, ob das jetzt im Make-up-Game so einen krassen Unterschied macht. Aber ich kann mir vorstellen, für einen gewissen Markt, Japan, dass das genau das ist, was man in einem Make-up-Look will. Ich weiß nicht, ob das jetzt für andere Kontinente so relevant ist. Kann sein. Don't know. Ich verteufel es jetzt nicht, ne? Weil ich das Konzept verstehe. Ich verstehe das Produkt. Es ist kein schlechtes Produkt, aber es ist für mich jetzt auch nicht so, oh, sehe ich jetzt jeden Tag in meiner Routine. Next habe ich hier von Benefit das Fuller Brow Wax. Ich weiß nicht, habt ihr es schon ausprobiert? Kennt ihr das? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber meine Augenbrauen sind tatsächlich schon gemacht. Kommt mit einer bisschen größeren Bürste als zum Beispiel dieses farbliche Brow-Zeug von denen. Das ist ja so eine Mini-Bürste. Aber jetzt auch nicht die Größe, so eine mittlere, würde ich sagen. Was ich sehr cool finde. Ja, ich komme nicht durch, weil ich habe schon Wachs drin. Probiere ich einfach fürs nächste Mal aus. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn ihr es schon ausprobiert habt. Findet ihr es gut? Ich mag eigentlich das klassische Augenbrauengel. Das habe ich jetzt auch drauf. Dieses 24-Hour Brow Setter. Vielleicht dann kommen die auch ganz nice. Next, was ich, glaube noch nicht gezeigt habe, ist die neue Palette von Gender X Beauty von Marvin. Und zwar die Naughty or Nice Palette. Kommt mit einem Cardboard, mit einem Spiegel und wir haben hier 12 Farben. Ich finde die Color Story auf jeden Fall cool, muss ich sagen. Und vielleicht sogar auch tragbarer als die erste. Die erste war ja sehr rosa, würde ich sagen. Tragen ja vielleicht eben nicht so viele Leute. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar gedecktere Farben, neutralere Farben, ein paar lila Töne. Und dann haben wir hier wieder so diese Glitter-Topper, die er auch in der ersten Palette hatte. Also das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Und ich würde sagen, let's create it. Ich glaube, ich fange einfach mal mit der Farbe Secret an, was ein wirklich tief blau ist und matt. Let's start with the most complicated color. Also blau ist super schwierig. Ich nehme so einen klassischen Blenderpinsel, Application Brush. Und wäre halt auch schlau gewesen, erstes Augen-Make-up zu machen. Die Farbe presse ich mir so in meinen Außenwinkel, mache mir wie so einen Lidstrich und den Rest blende ich mir so ein bisschen in die Innenfläche. Boah, so eine Lux mache ich lieber immer vor meiner Foundation. Aber ich habe nicht dran gedacht. Ich muss hier erstmal wieder reinkommen in das Ganze. Das Blau ist auf jeden Fall richtig schön intensiv. An manchen Stellen stickt die Farbe auf jeden Fall mehr und beim Ausblenden wird es ein bisschen leichter, wenn ihr es sehen könnt, aber das ist einfach blau, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen macht es oft Sinn, finde ich, solche Looks mit solchen Farben vor der Foundation zu machen. Dann hat man einfach mehr Spielraum, man kann mehr ausblenden und sich das dann wegwischen und dann die Base machen. Oder man arbeitet sogar mit einem blauen Untergrund, den schön ausblenden und dann settet man eigentlich mit diesem blauen Lidschatten. Also die Farbe könnt ihr sehen, bringe ich diesmal wirklich bis in meinen Innenwinkel rein. Ich habe meine Lidschattenbase auch nicht gesettet. Auf jeden Fall ein schönes Ocean Blue. Gefällt mir richtig gut. Und hier so 2, 3 Macken. Aber ich finde, das ist einfach blau. Deswegen arbeite ich eigentlich auch lieber mit solchen Farben immer am Anfang. Also vor der Base. Danny. Nehme ich. Die Farbe Modesty, das ist dieses, ich würde sagen, fast rosige, aschige Braun. Das fühlt sich auf jeden Fall super cremig an. Und die Farbe platziere ich eigentlich so auf das Blau. Versuche jetzt so einen Übergang zu schaffen. Kann die Farbe auf jeden Fall schön aufbauen. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit, damit man schöne Übergänge schafft. Also es ist nicht so schnell gemacht. Also die Farbe ist auf dem Lid so ein bisschen grau geworden. Ist klar, es hat sich so ein bisschen mit dem Blau vermischt. Dann ist es halt jetzt so einen leicht grauen Schleier bekommen. Oder man blendet erst das Blau aus, ein bisschen mit so einem sauberen Pinsel. Und dann geht man mit seiner Transition Shade so ein bisschen drüber, wenn man diesen Farbton auch sichtbar auf dem Lid haben möchte. Augen sind soweit durch. Dann habe ich einmal die Farbe Naughty, was so ein metallischer blauer Lidschatten ist. Also da sind hellere blaue Schimmerpartikel, würde ich mal sagen. Glitter jetzt nicht. Und mit so einer schwarzen Base. Seht ihr das?
Die Farbe ist recht hart, deswegen würde ich auf jeden Fall das mit einem Finger auftragen. Also ich nehme das jetzt wieder hier so ein bisschen auf und presse die Farbe jetzt so ein bisschen auf das matte Blau und so ein bisschen in meine Lidfläche. Auf jeden Fall eine einfache Farbe, klassisch würde ich sagen. Eine gute Grundfarbe, um so einen Look so ein bisschen aufzubauen. Ich guck mal, wie es mit dem Pinsel ist. Ich nehme einfach die andere Seite hier und dann presse ich die Farbe hier so ein bisschen hin. Ja, macht schon einen Unterschied, auf jeden Fall, ob man mit dem Finger oder eben mit einem Pinsel. Aber es ist nicht schlimm. Ich empfehle sowieso, alles zu schimmern ist so viel einfacher mit den Fingern. Die Farbintensität ist immer so viel cooler. Man kann es ja auch auftragen mit einem Pinsel und dann nochmal on top, finde ich, so hier mit dem Finger. Jetzt überlege ich so, wie kann ich weiter aufbauen? Hier sind ja einige Shades. Wir haben hier zum Beispiel wieder so ein Rosa, so ein Lavendel und dann so ein Lila. Das sind die, also geswatcht, richtig nice. Vor allem das hier ist richtig cool. Das wäre auch toll. Das wäre jetzt zu dunkel. Das hätte man woanders hin platzieren können. Also die zwei Farben sind auf jeden Fall härter, finde ich. Die Farbe hier ist auf jeden Fall weicher beim Swatchen. Die ist nice. Dann haben wir ja hier wieder, würde ich mal sagen, diese wie fertig Glitter, so ready to go, eigentlich nur auch auftragen. Einmal wie in so einem Anthrazit irgendwie. So irgendwie so ein sehr gemutetes Gold-Grau-Topig. Das ist das Orange. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Ihr könnt auch sehen, am Finger bleibt auch mehr. Also es wäre vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, wenn man so eine Base hätte. So eine Grundfarbe, dass wenn man damit dann on top geht, dass die Haut sozusagen nicht durchschimmert oder der Lidschattenprimer, wisst ihr, wie ich meine? Ich versuche mal, den Lavendelton aufzunehmen und presse den mir einfach jetzt hier so rauf und mix es jetzt einfach in das Blau rein. Das ist nice. Also mit dem Finger klappt das richtig gut. Nehme ich so einen kleinen Synthetikpinsel. Achso, übrigens gab es zu der Kollektion auch Pinsel. Das sind die, die sind so transparent, aber so als wäre da so Rauch drin. Das ist eigentlich so dark, wisst ihr, wie ich meine? Eigentlich ganz cool. Also Synthetikpinsel nehme ich die Farbe Flirty auf. Die hat mir gut gefallen. Erstmal so. Und die presse ich mir jetzt hier vorne hin. Interessant, auf dem Lid ist es mehr grün als rosa, weil dieses Goldpigment oder dieses grünliche Pigment ist intensiver als dieses rosa. Also wenn ich Hot New Make-up drehe, dann ist der Look ziemlich uninteressant, weil ich bin nicht happy mit dem, was ich schminke, aber ich versuche dann immer so viel Farben wie möglich so zu benutzen. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich die Palette benutze, nochmal ganz anders und so, ne? Aber nur der Judge of my Hörter. Ich nehme nochmal Produkt auf. Diesmal sprühe ich es aber an. Das habe ich beim ersten Mal ja nicht gemacht. Also ich habe mir sozusagen eine Base kreiert. Dafür hat es auch sehr gut geklappt. Und jetzt nochmal feucht on top und mix das so ein bisschen in das Lavendel rein. An meinen unteren Wimpernkranz habe ich mir auch das Blau aufgetragen. Ich würde jetzt allerdings mit einem Schwarz weitermachen und zwar ist es Breakdown. Schwarz nutze ich jetzt gar nicht so oft, aber ich finde das gar nicht schlecht. Gerade für, wenn man so krassere Looks trägt, um hier wirklich nochmal so eine Vertiefung zu schaffen, ist Schwarz super, Wimpernkranz zu verdichten. Also man kann schon einiges damit machen. Das presse ich mir jetzt in meine Wimpern eigentlich, um den Look nochmal zu verdunkeln. Dann nehme ich die Farbe Too Faced. Das ist dieses Orange hier unten. Das packe ich mir hier unten hin. Trage es auch so ein bisschen großflächiger auf. So für den Fun Part einfach. Mit dem Pinsel ist die Applikation schon ein bisschen erschwerter, muss ich sagen. Ich dachte, ich kriege es ein bisschen schöner aufgetragen. Aber vielleicht liegt es jetzt auch einfach an mir. Bröckelt auch ziemlich gut. Ich finde es cool, wenn man halt so ein bisschen Spielerei und Spaß an der Palette hat und haben kann. Das hat man auf jeden Fall. Was mir jetzt schwer fiel, war die Farbzusammenstellung. Man hat halt so Blau und Schwarz, geht immer. Und dann hat man diese lila Töne, muss man dann halt immer mit Blau kombinieren oder mit diesem Schwarzton. Hier finde ich, passt es nicht ganz so. Aber ja, keine Ahnung. Also das war so mein Struggle erstmal mit den Farben. Deswegen dachte ich, vielleicht ist dieses Orange cool. Also man hat auf jeden Fall Fun und keine langweiligen Looks, ne? Also es ist auf jeden Fall Farbe da. Man kann sich austoben. Ich denke mal so gerade für Leute, die
wirklich auch im Alltag so intensive Looks tragen möchten oder Spaß mit Glitter, man möchte wirklich so einen Hingucker haben, dann hat man das hier auf jeden Fall. Oder eben auch so für Festivals, Konzerte hat man dann auch in der Palette sozusagen ready to go Spaß. Also einfach aufpacken und dann geht das halt. Die Palette hat mir gut gefallen. Also die einzelnen Farben fand ich hier auf jeden Fall, sage ich mal, einfacher für mich oder tragbarer für mich als die erste Palette. Aber beides total unterschiedliche Farbzusammenstellungen, würde ich sagen. Also ich kam damit sehr gut zurecht. Man kommt eigentlich recht schnell zu den Looks, finde ich. Und dadurch, dass wir hier einige Glitter- oder Shimmer-Shades haben, braucht man manchmal gar nicht so viel. Also ne, man kann zum Beispiel hier so ein bisschen mit diesen Neutrals spielen und dann zum Beispiel so ein Hauch Lavendel auftupfen. Oder man macht wirklich seinen Blush als All-Over-Farbe und dann auch mit diesem Lavendelton. Das wäre so Inner Corner, weil die Farbe ist auf dem Lid nicht so ganz rosa. Also diese Schimmerpartikel kommen mehr raus, finde ich. Hier sieht man es nicht ganz, aber ihr habt es ja eben auch auf dem Lid gesehen, dass dieses Grüne oder Goldene intensiver ist als das Rosa selber. Und dann habt ihr halt euer Schwarz und so, euer Blau. Also hier sind auf jeden Fall ein paar Kombinationen, die man auf jeden Fall machen kann. Hat mir gut gefallen. Next habe ich bekommen die neuen Ardell 3D 4 Mink Lashes. Also einmal die Richtung 861. Das sind diese hier. Und einmal die Richtung 859. Die sind so ein bisschen dichter. Ich weiß nicht, ob das alle sind oder ob das jetzt wirklich nur zwei neue Lashes zu dieser Forming-Reihe sind. Nehmen wir die, wa? Bisschen fluffy. Okidoki, lassen wir das gerade mal trocknen. Ich hatte ja noch dieses Charlotte Tilbury-Gedöns hier. Das ist der Pillow Talk Crystal Dimension Eyeliner. Schön. So ein metallisches Pink mit so goldgrünen Reflexen drin. Aber das Pink überwiegt auf jeden Fall. Und dann hätte ich mir natürlich auch einen schönen Lidstrich ziehen können. Der, was ist das für ein Müllwimpernkleber, ey? Wie ist der mir hier überhaupt ins Haus gekommen? Das ist der Liner. Habe ich gefaked mit den Lashes drauf, aber jetzt kann man es besser sehen. Ist schön, auf jeden Fall. Ich liebe sowas. Das ist total klasse, vor allem man kann sowas auch ganz schlicht tragen, wirklich so ein bisschen Bronzer, vielleicht so einen leicht rosanen Schimmer-Shade und dann so ein Liner, richtig nice, gefällt mir sehr gut, finde ich gut. Ich hatte das Gefühl, die letzten Jahre Eyeliner war so gar nicht interessant, vielleicht kommt es ja jetzt zurück, vor allem mit so coolen Farben, finde ich auf jeden Fall spannend. Das sind jetzt drei Schichten Wimpernkleber. Guck mal, Velour, einmal, zack, boom. So muss es sein, ja. So witzig, ich habe auf TikTok, also diese Mary Phillips, die kennt ihr ja bestimmt, macht ja auch Hailey Bieber und jetzt hat sie ja aufgeklärt, glaube auch auf TikTok, wie sie die Base gemacht hat und das nennt sich Underpainting oder Undercolor Painting. Jeez, keine Ahnung. Halt eigentlich basically Contour auf die nackte Base, Ausblenden, Foundation und so weiter. Das habe ich schon vor Jahren gemacht. Ich weiß nicht mehr, wann ich es euch gezeigt habe, ob das 2017 war oder sogar noch früher. Und die Technik ist nicht neu. Ich habe sogar noch letztes Jahr in irgendeinem Video gemacht. Ich so, ich konturiere gerne zuerst und dann Foundation und so drauf. Ich weiß noch, dass ein paar Kommentare reinkamen, so was für ein Schwachsinn. Was ist das denn? Man sieht die Kontur ja gar nicht. Und jetzt macht es ein Celebrity-Make-up-Artist, dann trägt es Hailey Bieber, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ich finde das immer total witzig. Aber wie gesagt, die Technik ist nicht neu. Ich habe 2015 eine Masterclass besucht von einem libanesischen Make-up-Artist und das ist seine Technik letztendlich. Aber ich glaube, Scott Barnes macht das sogar auch so. Nicht, dass ich sage, das ist doof oder so, aber es ist halt nicht neu. Die Wimpern sind richtig schön. Die sind aber richtig wuchtig, aber das finde ich geil. Gerade mit solchen Looks, finde ich, braucht man auf jeden Fall ein bisschen was auf die Wimpern. Das wäre jetzt nicht mehr eine Alltagslash so, aber auf jeden Fall für den dramatischen Wimpernaufschlag finde ich das richtig gut. Und dann habe ich bekommen von LH Cosmetics von Linda Hallberg die neue Kollektion. Ich glaube, gehört zu haben, dass sie irgendwie Investoren hat oder so oder irgendwie andere Leute mit involviert sind. Und ich finde, seitdem
hat die Marke so ein bisschen die Identität verloren, muss ich sagen. Also das ist so, das ist nicht so, wie Linda Heilberg gestartet ist, aber okay. Das sind die LH Cosmetics Crayons. In zwei Farben habe ich die bekommen. Das ist die Farbe Siren. Auf jeden Fall so ein richtig schönes Weinrot. Gefällt mir richtig gut. Super weich im Swatch. 24-Hour Long Lasting and Waterproof Makeup Pencil. Bound to no rules. Multi-Use, you are the creator. Also man kann es für die Lippen nehmen, man kann es für die Augen nehmen und man kann es für die Augenbrauen nehmen. Man kann es auch im Gesicht tragen. Also ihr seid der Creator. Zum einen sind die maximal pigmentiert. Ich meine, ich hatte ja zum einen halt einen anderen Kajal drauf, aber on top, oh, dieses Weinrot ist anders nice. Das ist die Farbe Nugget. Ist auf jeden Fall so ein klassisches Altrosa. Erinnert mich fast an so eine Farbe von MAC, so ein Lippenstift. Also wie gesagt, ihr packt euch das darauf, wo ihr wollt. Ist auch geil. Boah, das Rot ist aber farblich für mich so, wow, richtig cool. Ich weiß nicht, ob ich so ein geiles Rot habe. Und hinzu kommt zu dieser Kollektion auch eine neue Palette. Und zwar ist es die LH Cosmetics Bloomer Palette. Das ist diese hier. Das ist eine kleine Mini-Palette. Cardboard Packaging, kommt mit einem Spiegel. Und das sind die Farben. Schöne Palette. Ich glaube, dass das viele hier auch anspricht. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch gerade so für den europäischen Markt wirklich eine interessante Palette ist. Wie gesagt, tolle Palette, aber wenn ich jetzt so reingucke, ist es für mich nichts, was ich nicht schon hatte oder gesehen habe. Deswegen kommt das für mich weg. Dann habe ich noch ein Paket von Tom Ford bekommen. Ich habe es total vergessen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was hier so drin ist. Der Glow Bronzer ist nicht neu. Ja, ich glaube, das sind die Tom Ford Soleil Lip Blush. Was ist ein Lip Blush? Oh mein Gott, das ist ein Spiegel, Leute. Das ist voll geil. Das heißt, man ist on the go und hat immer seinen Spiegel. Oh mein Gott, Leute. Klassisch Make-up-Tutorial. Da sind so Silber-Glitter-Reflexe drin. Guckt euch die Farbe an. Sieht aus, als hätte ich mir auf die Fresse gehauen. Oder als hätte ich gerade neue, frische Lipfiller. So total blau. Nee, aber schön. Wow, so Lip Blush. Der Name passt richtig gut. Ich war so, hä, was ist das? Aber voll nice. Vor allem, wenn man so gar nichts trägt, aber man will so live. Das ist auch komplett geruchslos, was ich des Todes feier. Boah, das ist richtig nice. Das ist mal eine Überraschung, ey. Wow. Ey, mein Tisch sieht aus. Soll ich euch mal ein Foto machen? This is what's happening around here. Nach so einem Video. Ich freue mich auch jedes Mal aufs Aufräumen. Was haben wir hier? Shimmering Body Oil. Wow. Wenn ich jetzt nur noch mal dahin kommen würde, wo man sowas trägt, zum Beispiel Urlaub, Sonne, Meer. Wisst ihr, wenn man so geile Sommerkleider hat? Aber so ein Leben lebe ich ja nicht, von daher. Du willst doch irgendwie so einen Sonnenschirm und bloß nicht braun werden. Also. Oh, aber gehen wir nochmal die Paletten durch, weil, das ist Chalet Lust. Chalet, weiß ich, ich hatte eine Einladung von einer Freundin und das Event sollte in einem Chalet sein. Und ich musste erstmal googeln, was ein Chalet ist. Und now I'm so much more intelligent. Das sind die Farben. Ja, you know, ich würde sagen, Classic Tom Ford. Kann man auf jeden Fall einen schönen icy Look schminken. Also ich verstehe so diese Winterkollektion dahinter. Nicht viel Farbe, sondern so icy, wisst ihr, so Chalet-Look. Hab einen Skianzug für, was kostet das? 7000 Euro, so ein Luxusteil. Und dann mache ich mir so ein bisschen Tom Ford on the ice. Wisst ihr, man muss dafür leben. Und die andere Dings ist Après-Ski. Also das Packaging ist diesmal weiß. Aber dann trotzdem dieses Classic Tom Ford. Und das sind die Farben hier. Auf jeden Fall viel, viel wärmer. Aber alle haben auf jeden Fall einen Schimmer-Finish. Ich kann mir das schon vorstellen. Wisst ihr, ich bin so eine sexy Maus in so einem Chalet. Ich wäre vorbereitet und ich wüsste, wie diese Farben nice zu kombinieren sind. Aber halt, wenn man ein bisschen mehr will, ist... Aber Tom Ford ist ja auch nicht so laut, wisst ihr, wie ich meine? Dann ist gekommen die Charlotte Tilbury New Hollywood Beauty Glow Tricks. Und hier ist einfach nochmal aufgezeigt, wo man es überall auftragen kann. Am Ende könnt ihr euer Highlighter dahin auftragen, wo ihr euren Highlighter auftragen wollt. Ja, das ist der Linda Heilberg. Oh, ihre Haarfarbe. Sycamore. Guck mal, aber sie hat einen geilen Look geschminkt mit der Palette. Seht ihr, was ich meine?
Juicy and fresh. I love that. Charlotte, genau. Also hier, ne? Und dann kam natürlich die ganze Box mit der Farbe, die ich ja nicht brauche. Aber thanks a lot, I guess. Wir haben Moonlight Glow, which is my color. Ich bin gespannt. Vielleicht schon zu dunkel. Wir werden es herausfinden. So ein ganz helles Champagner. Und dann kommt Champagne Glow. Es geht schon wieder ein bisschen ins... So, hat so einen leicht peachigen Ton. Schon goldiger. Hier nochmal direkt im Vergleich. Ne, macht auf jeden Fall schon einen Unterschied. Ich würde sagen, so Champagne Pop von damals Becker und Jaclyn Hill mit so ein bisschen peachigeren Unterton. Natürlich für mich viel zu dunkel. Dann Pillow Talk Glow. Klassisch Pillow Talk Rosa. Natürlich auf der Haut so ein gutes Light schon ins Medium rein mit so einem Hauch Rosa. Richtig nice. Dann haben wir Glided Glow, was natürlich auch nochmal viel, viel tiefer ist. Also auf jeden Fall sind wir hier schon bei Medium Tan Skin. Dann haben wir Rose Gold Glow. Oh ja, okay. Rose Gold Glow geht wirklich schon ins Tan, ins Deep rein. Und dann haben wir Sunset Glow. Das wird dann richtig deep sein. Geht. Was denn? Habe ich die verwechselt? Rose Gold Glow ist auf jeden Fall tiefer als Sunset Glow. Also man darf sich nicht beirren lassen von dieser Reihenfolge. Das ist auf jeden Fall mehr für Deep und das so Tan. Ich nehme natürlich meine Farbe. Das funkelt und schimmert intensiv in dem Fändchen. Wirkt, glaube ich, durch die Kamera nicht so, aber durch die Lichter. Das ist auf jeden Fall die zweite Schicht. Dann haben wir schon intensiven Glow. Also man kann es auch gut ausblenden. Es ist schon stark pigmentiert, würde ich sagen. Also zum einen bildet sich hier diese Verdunklung wie so ein Gel, wie so eine Verschichtung auf dem Produkt. Pinsel ist eingefärbt. Es ist wie so ein zusätzliches Produkt. Es ist auf jeden Fall dick. Es ist kein dünnes Puder. Und das ist die Farbe. Also auf jeden Fall ein schöner Glow. Ich würde hier definitiv stoppen, weil sonst wäre mir das zu viel. Also ich finde, das ist so wie Becker. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist für mich jetzt keine neue Generation, keine neue Textur, nichts, wo ich sage so, oh mein Gott, krass. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach nur das, was ich denke, aber es ist ein guter Highlighter. Also wenn ihr auf der Suche seid, oh mein Gott, das wollte ich schon immer, sowas will ich, dann guckt euch die auf jeden Fall an. Es ist eine schöne Formulierung, ein schöner Glow, aber ein intensiver Glow, würde ich sagen. Ne? Auf der natürlichen Seite ist es schon... Es ist auf jeden Fall da. Also wenn ihr auch die Bilder seht, ich meine, das ist natürlich auch jetzt auch zu Demo-Zwecken, aber es poppt halt schon, ne? Und wenn ihr diesen Bildlook mögt, dann kriegt ihr das mit dem Produkt hin. Das wäre jetzt vielleicht nicht mein jeden Tag Highlighter, aber für so richtig schöne, intensive Glow-Looks würde ich auf jeden Fall zu dem Highlighter greifen. Und die Farbe Moonlight Glow, nee, Moonlit Glow, sorry, wäre die hellste Farbe in der Kollektion und für mich mit der Foundation-Farbe noch tragbar. Dann habe ich noch ein Produkt zugeschickt bekommen und zwar ist es von MAC, das Fix Plus Stay Over. Das ist ein alkoholfreies Setting Spray. So wie ich das verstanden habe, soll es ein 16 Stunden Setting Spray sein. Lass dein Make-up lange halten und das ohne einen Kater. Ah, entdecke Fix Plus Stay Over, unser neuester alkoholfreier Overachiever. Und das soll dann so ein Wortspiel sein. Morning! Fixiert dein Make-up 16 Stunden lang, ohne die Haut auszutrocknen, zu verkleben oder zu matt zu wirken. Okay, das ist doch schon mal ziemlich nice. Das Bild ist voll gut. Voll geil. Das ist das Fläschchen. Wir haben hier 100 Milliliter. Boah, es sieht voll Hightech aus. Der Deckel irgendwie so viel nicer als das andere. Finde ich besser, muss ich sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr fein. Also es ist nicht so feucht auf der Haut, deswegen habe ich so viel raufgesprüht, weil ich liebe das, wenn sich so diese Feuchtigkeit auf mein Make-up legt. Braucht sicherlich nicht so viele Pumps. Aber jetzt habe ich wenigstens das Gefühl, ich habe was auf der Haut. Das ist einfach ein psychologischer Effekt. Es ist auch ein bisschen glowy geworden. So alles in allem, es ist wie so ein leichtes... Wie so ein Schild auf der Haut. Das finde ich eigentlich voll geil. Also es zieht sich nicht zusammen. Manchmal habe ich so Make-up-Sprays oder Fixing-Sprays, die das Make-up ja langanhaltender machen sollen. Das ist halt, als würde sich sowas zusammenziehen. Das hatte ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt eher das Gefühl, ich habe wie so ein Glow-Spray drauf. Der Duft ist erfrischend, gefällt mir gut. Und ja, langanhalten kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber meine Haut ist wirklich nicht klebrig. Hauchglow ist dazugekommen. Auf jeden Fall spannendes Produkt. Müsste man natürlich so Langzeit ein bisschen sich angucken. Dann haben wir neue Lippenstifte von
Hourglass. Und hier habe ich auch die ganze Palette bekommen. Das ist Hourglass New Unlocked Satin Cream Lipstick. Hydrating, Smoothing und 21 High Impact Shades. Also wir haben hier Full Color, Super Glide On soll sein. Und das ist schon ziemlich cool mit so einem Alu-Packaging, was natürlich sehr, sehr hochwertig macht. Und hier haben wir das Haar von Hourglass mit dem Häschen. Auf jeden Fall ein geiles Logo. Ich muss sagen, es fühlt sich nicht so hochwertig an für Hourglass, wie ich es sonst kenne. Also es ist gar nicht Alu, es ist, glaube ich, nur so beschichtet, aber innen ist alles Kunststoff. So ein schönes, klassisches Nude. Oh, so ein dunkles Rot ist auch mal was anderes. Das ist die Farbe. Also man braucht, finde ich, schon ein paar Mal. Ist ein bisschen fleckig. Boah, ich finde, die haben so einen krassen Twist. Also zum einen steht der Lippenstift nicht gerade, sondern schräg. Und wenn man ihn nicht richtig hinstellt, knallt der hin. Ich habe hier schon voll die Macken drin. Und die haben so einen viereckigen Applikator, könnt ihr das sehen? Die Spitze. Es ist voll schwer, die Lippen normal aufzufüllen. Und Lip Liner wäre ich komplett aufgeschmissen. Muss jetzt sogar nochmal mit einem Pinsel ausarbeiten, weil, das war echt schwer. Also die Farbe ist sehr beweglich. Das ist das Ergebnis. Satin Finish, ich finde den schon ultra shiny. Ich weiß nicht, ob der sich nochmal setzt. Wenn ich so an andere Satin Finishes denke, habe ich das Gefühl, die sind nicht so shiny wie das jetzt. Aber wie gesagt, vielleicht setzt der sich gleich nochmal, weil manche Lippenstifte haben mittlerweile auch Formulierungen, dass sie, wenn die so ein bisschen runtertrocknen, sich dann so auch setzen. Und wenn ich mit dem Pinsel gehe, dann bleibt es, also das wird ein bisschen fleckig. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall einen guten Lip Liner. Oder ihr habt halt wirklich unkomplizierte Lippen einfach rauf. Ich brauche den Lip Liner, die Spitze, so wie das gefüllt wurde, dieser Lippenstift, war mit meinen Lippen schwer aufzufüllen. Also ich brauche ja auf jeden Fall Präzisionsarbeit, aber ansonsten extrem leicht auf den Lippen. Man merkt diese Pflege schon auf jeden Fall. Ein schönes Gefühl auf den Lippen, sehr, sehr leicht. Mein Hot New Make-up aus dem Dezember und Januar. Ich finde, es waren gar nicht so viele Produkte, wie es sonst so ist, aber es ist so zum Ende des Jahres und dann Neujahr. Da ist alles ein bisschen langsamer, aber ich denke, das wird jetzt auch alles wieder so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aber die Produkte waren für mich auf jeden Fall ziemlich spannend. Und ja, wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann super gerne in die Kommentare. Ihr findet hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.